Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. Dann wollen wir gleich mal. Opferlamm, du wirst den heiligen Leib empfangen. Will ich aber Es gar nicht. beginnt jetzt. Ih, nein, weg von mir. Oh, ein Glück, das war nur ein Traum. Oh je, ich bin wieder mal gefesselt. Diesmal aber interessanterweise bin ich nicht im Bett. Also Mann, wie heißt du? Ich glaube Leon. Leon. Habe ich mir richtig gemerkt. Ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir... Hallo Luis. ...beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Ja, du tust mir weh. Nicht meine erste Wahl von Hotel. Und ich habe genug am... Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Ja. Nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Ja. Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche... Zerren sehen? Ah, endlich befreit von der Decke. Schon wieder so ein Irrer mit einer Axt. Leg die Axt weg. Leg die Axt weg. Wir können das alles vernünftig ausdiskutieren. Jei. Genau wie bei einem Chiropraktiker. Es geht auch so auf den Nacken. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Was ist denn mit dem Louis los? Der wird komplett komisch. Naja, wenigstens hat er einen Schlüssel fallen lassen. Ah, ist das schön. Freie Gelenke. Oh. Ernsthaft? Ich habe keine Ausrüstung. Ich habe Schätze. Die haben sie mir nicht abgenommen. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Kann ich die Axt nicht mitnehmen? Komm, das wäre eine gute Waffe. Vielleicht hier noch ein bisschen was. Wie schleiche ich denn? Alle Tasten, die ich drücke, führen nicht dazu, dass ich meinen Charakter hinkniet. Das finde ich ein bisschen schade. Ich schleiche doch so gerne. Oh, eh war's. E zum Schleichen, auch ungewöhnlich. Oh, wo sind wir hier nur gelandet? Muss ich da runter? Nee, sieht nicht so aus. Oh, hier geht's weiter. Oh, da ist ein Typ. Ich glaube, wenn ich den anfasse oder vorbeilaufe, beißt er mich. Das sieht so aus wie ein Typ, der mich beißt. Aber ich glaube, da steckt ein Messer noch drin. Ein Küchenmesser. Wenigstens haben wir eine Waffe schnell weg von dem, bevor er tatsächlich noch beißt. Boah, das Spiel geht mir echt an die Nerven. Also nicht auf die Nerven, sondern ich bin schreckhaft. Ich meine das ernst. Ich mag Horror eigentlich nicht, weil ich damit nicht so gut klarkomme. Aber das macht ja ein bisschen den Spaß und den Reiz aus. So. Da flugt schon jemand wieder im furchtbar lauten Spanisch. Sehr gut ausgeschalten. Und was hast du für mich? Noch ein Küchenmesser. Ist heute, glaub ich, wieder mein Glückstag. So viel Küchenmesser schon. Ist ja damals wie im Studium, als man die Mensa ein bisschen geplündert hat. Und wie komme ich an mein Zeug? Ich passe doch sicher da durch die Gitter. Na, vielleicht außenrum.
Oh oh. Ja, ja, Bastardo. Angriffe parieren mit Space. Ich hab's versucht. Nahkampfangriff. Bist du tot? Oder bist du wieder tot? Nee, ich glaub, du bist nur K.O. Ah, Bärenfalle. Ist das dein Ernstspiel? Okay, da ist noch eine Bärenfalle. Kann ich die entschärfen? Nö. Oh, da brüllt wieder jemand. Noch ein Küchenmesser. Ich werd nicht mehr. Wehe, hier ist eine Bärenfalle hinter den Fenstern. Okay. Vielleicht war das eins zu weit. Auf die Bärenfalle auf jeden Fall aufpassen. Ist mein Zeug echt nicht hier drin? Ach Mist. Ah, dann müssen wir noch schauen, wie wir ohne Pistole und ohne sonstige Waffe klarkommen. Küchenmesser würde ich jetzt nicht als Waffe bezeichnen. Zumindest beschmiere ich mir damit auch mein Brot. Und das ist überraschend ineffektiv, vor allem wenn die Butter sehr hart ist. Komm schon, den kriegt man. Ich glaube, der dreht sich aber gleich um. Jetzt. Das kriegst du dafür, dass du ein Zombie bist. Piseten. Irgendwas Interessantes hier noch? Sieht nicht so aus. Dann wollen wir mal unser Zeug wieder zurückklauen. Hier ist ein Rad. Oh, das ist getimed. Okay, dann. Dann wollen wir mal. Ui. Ui. Mist, hier andere Bärenfalle. Ich hab's gewusst, dass ich der nicht trauen soll. So. Ist es schön, wieder Zeug zu haben. Aber das gehört mir. Ja, ich nehme hier alles mit. Komm mal hier überhaupt wieder raus. Schlüssel habe ich keinen. Naja, jetzt können wir hier den Riegel umlegen. Ich glaube, das hätten wir von der anderen Seite auch geschafft. Die Gitterstäbe wirken dann doch relativ dünn. So, mal schauen, wie das hier alles ging. Na gut. So. Oh nee, was ist denn das für ein Typ? Hier drüben, Fremder. Oh, der kann reden. Ich glaube, das ist ein Händler. Hab ja gesagt, ich hab's bei meinem Kumpel ab und zu mal auf der PS5 gesehen. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ja, das ist der Händler. Willkommen. Hallo. Der Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie sich Ihre Belohnung beim Händler abholen. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Dankeschön, hat sogar ein Achievement gegeben, dass wir letztes Mal diese blauen Teile alle abgeschossen haben. Seltene Ware im Angebot, Fremder. Ja, Munition ist ja seltene Ware. Dann versuchen wir mal was. Alter, ist das teuer. Wie viel Peseten habe ich? 10.000. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Eine Koffererweiterung. Das erinnert mich jetzt an Escape from Tarkov, wo man seinen Stash erweitern muss. Das muss ich auch mal wieder spielen. Ich glaube, gerade ist gewiped worden. Kein Platz für die schöne Waffe. Ich würde sagen, das Beste ist natürlich dann die Koffererweiterung. So ein Erste-Hilfe-Spray ist echt teuer. Kann ich was verkaufen? Okay, benutze wichtige Objekte. Wichtige Objekte. Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Das ist richtig. Bringen die Seidenkristalle was? Lässt sich sicher verkaufen. Okay. Dann verkaufen wir mal die Seidenkristalle, die Weinkanne und die Rubine. 17.000. Kombiniere das mit ein paar Edelsteinen und ich bezahle dir eine richtige Stange Geld dafür. Stimmt, das haben wir ja
Hör zu, wenn du eine dieser Schönheiten in deinen Schatz einsetzt, kriegst du mehr dafür raus, als wenn du die Teile einzeln verkaufst. Ja, ich versuch's. Okay, zurück. Noch etwas bekommen, jederzeit wieder. Erstmal ins Inventar. Wie setze ich denn die Schätze in die Teekanne ein? Edelstein einsetzen. Rubin. Passt. Noch ein Rubin. Bestätigen. Und Rubin. Bestätigen. Ist das nicht schön? So. Willkommen. Verkaufen jetzt nochmal. Seidenkristalle. Im Grab. Oh, hat nicht. Das hat es nicht akzeptiert. Ja, ja, ist ja gut. Objekte herstellen. Schätze. Gut, Edelstein einsetzen. Und. Achso, das war der eine. So, jetzt hat's geklappt. Willkommen. So, jetzt bin ich bereit zu handeln. Ja, ja, auch willkommen. So, verkaufen. Du wirst deine Investition nicht bereuen. Das ist sehr schön. Ich kaufe fast ein hervorragender Deal. Wunderbar, jetzt haben wir ordentlich was. Wir haben Kampfmesser, Küchenmesser, grünes Krauthammer auch. Tunen. Mein Messer könnte ich reparieren. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eine eingestellte Waffe kompensiert Mang. Weiterhin viel Glück, Fremder. Und hier kann man die Haltbarkeit verbessern für 5000. Das würde ich direkt mal machen. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Und eventuell für 10.000 nochmal. Aber ich hätte gern die Koffererweiterung tatsächlich. Und die kostet auch 10.000. Können wir uns, glaube ich, beides leisten. Nicht mal eine neue Waffe aus. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau, das sehe ich Größe auch so. Dankeschön. Zwar noch ein bisschen klein, aber besser als alles andere. Wo kann ich... Ach, wieder beim Tune. Kostet auch 10.000. Oh, Angriffskraft wollte ich nicht, sondern Haltbarkeit. Wunderbar, wir sind pleite. Das klappt immer so bei mir beim Händler. Dann nehmen wir hier den Auftrag an. Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich will es ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Okay, alle Ratten beseitigen, sind glaube ich 3 Stück. Ja, die Frage ist, ist das hier drin? Da haben wir ja schon Ratten gesehen. Probieren wir es einfach. Wenn es Kohle gibt, warum denn nicht? Da ist eine. Eine von 3 Ratten erledigt. Oh, ich höre Schritte. Nicht doof. 2 von 3 Ratten. Ich glaube nicht, dass die Ratte so laut war. Da ist die 3. Wunderschön. Ist da noch was zum Looten da hinten? Nö, das war einfach so ein gelbes Element. Ich dachte, da liegt noch eine Bärenfalle. Da bin ich jetzt sehr aufmerksam, was das angeht. Weil irgendwann ist der Fuß natürlich ab. So, jetzt kommen wir hier schön raus. Pistolenmunition verschwendet. Stimmt's? Haha, kann ich dir an der Nasen spielen? Oh, sieh dich einer an. Wofür was kriege ich dafür? Im Moment für nix. Was ist hier noch? Händlertipp, werde reich. Schnell. Das ist ein wunderbarer Tipp. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind Verstecke der kostbaren Schätze des Kultsverzeichnisses. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Na gut. Stirb mir da draußen nicht weg. Ich gebe mein Bestes. Tauschen wahrscheinlich. Ah, gegen diese die Punisher-Waffe. Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner.
Ich glaube, ich würde tatsächlich mal den Punisher ausprobieren. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Das will ich dir auch raten, für den Preis. Die Falcom jederzeit wieder. Wunderbar, die rüsten wir dann gleich auch aus. Wenn ich wüsste, wie. Also wir können es erstmal automatisch sortieren, ist vielleicht besser. Und dann ausrüsten. Ist es die? Sieht noch nach der anderen aus. Ausrüsten. Als Hauptwaffe ausrüsten, bestätigen. Jetzt ist es die richtige. Wunderbar, dann könnte man die andere eigentlich verkaufen. Müssen wir aber, glaube ich, nicht unbedingt. Gewehrmunition nehmen wir mit. Speichern wäre man das Spiel auch. Am besten hier unten. Falls was bei einer Aufnahme schief geht, brauche ich ja ein bisschen Backup. Schau mal. Ein Glück habe ich hier noch nachgesehen. 300 Peseten. Und dann geht's, glaube ich, weiter. Es sei denn, hier hinten ist noch was Interessantes. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Lass das mal, alte Lady. Wieso kann ich die jetzt nicht im Nahkampf angreifen? Kann ich dein Messer mitnehmen, das du fallen gelassen hast? Das sah besser aus als meins. Bin ich hier überhaupt richtig? Oder hätte ich doch die andere Tür gemusst? Oh, hier sind zumindest auch Spanier, die fluchen. Kann nicht so verkehrt sein. Ja, mit den Piseten. Tschüss. Ah, du lebst ja auch noch. Wieso überlebst du das alles? Oh, oh. Ah, vielleicht nicht richtig, das zu machen. Schrot. Oh, hinter mir war, glaub ich, jemand. Was war denn das? Glaub hier oben? Oh, oh je. Glaub, das habe ich nicht überlebt. Wir haben es ja ein Glück gespeichert. Es langsam angehen lassen. Ja, da muss ich mich wohl üben drin. Ist da oben auch was? Oder war das einfach der andere Weg? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich wirklich mehr schleichen. So, noch wurde ich nicht entdeckt. Jetzt wurde ich entdeckt. Aber wir gehen trotzdem mal hier rein. Geht nicht. Dann laufen wir einfach weg. Hey, wie hat der mich noch bekommen? Dann gehen wir hier rein. Können die mir folgen? Können sie? Nein, ich bin hier so gut geschützt. Solange ich Pistolenmunition habe. Aber ich verschwende die gerade ganz schön. Treffen tue ich nichts. Lass mich doch einfach in Ruhe. Boah. Bin ganz zufrieden hier in meinem Schutzraum. Na, wer will nochmal? Oh, du willst nochmal. Hey, du hast so einen komischen Kopf, lass mich in Ruhe. Hey. Das ist doch kein Zombie-Verhalten. Was schwebt denn der da so rum? Und wie viel von euch gibt's? Weil ich habe sehr begrenzte Nahkampfmunition. Pistolenmunition, nicht Nahkampfmunition. Wieso haltet ihr denn so viel aus? Wieso haltet ihr denn so viel aus?
Nein! Ganz wenig Leben habe ich. Ist ja gut. Das war definitiv nicht richtig, die hier anzugreifen. Health-Item. Das werde ich dann gleich mal nehmen müssen. Benutzen. Dafür habe ich jetzt keine Munition mehr. Hier ist Kraut. Ja, lasst mich doch in Ruhe. So, mal raus hier. Boah. Glaub, das muss man deutlich geschickter machen. Das war auch nicht geschickt. Sind die beiden tot? Ne, nur der eine und oben sind noch mehr Gegner. Mist, Küchenmesser ist dahin. Ein Glück wartest du wieder, bis ich so weit bin. Oh, lasst mich in Ruhe, Leute. Ja, das ist mir auch schon negativ aufgefallen. Müssen wir doch schleichen. Zwei weniger. Oh, ich glaube, wir sind durch. Nee, noch nicht. Noch nicht, ich höre Geräusche. Komm, mal alles hier aufnehmen, ganz schnell. Wo kommt ihr denn alle her? So, Pistole hat wieder ein bisschen Munition. Ja, ist ja gut. Ich verstehe deinen Schmerz, lieber Zombie, braver Zombie. Komm ich hier durch? Na also, das hat zumindest geklappt. Ah, du machst dich auch ein bisschen rar hier. Komm schon. Ja. Nein. Sorry, kein Interesse. Und noch ein Küchenmesser ist draufgegangen. Echt mal Munition sparen hier. Muss ich hier nach oben? Wir versuchen's. Hui. Kiste komme ich nicht ran. So ein Jammer. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe das komplett falsch gemacht. Lass mich doch in Ruhe. Sechseckiges Wappen von mir aus. Her mit dem Zeug. So, muss mal kurz abhauen. Hey, da wirft jemand mit Dynamit. Ein Glück, Tür ist zu. Oh, lass mich gehen. Wie viel seid ihr denn? So viele also. Na gut, ich nehme den Ausgang. Ich glaube, da war noch was in dem Spind drin. Die sind ja überall. Das kann nicht richtig sein, was ich da gemacht habe. Das kann nicht richtig sein. Alle Munition verschossen. Ja, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Sichel. Oh oh. Wer wirft mit Dynamit? Hier liegt Munition, glaube ich. Ein paar Schuss haben wir noch. Knapp der Sichel ausgewichen. So, wir gehen hier einfach mal weiter. Können ja nicht tausende Zombies hier kommen. Doch, wahrscheinlich schon.
Nur ganz ruhig. Ich schieb zwar ein bisschen Panik, aber Panik vor allem. Komm, ist hier was im Spind drin? Ja! Blendgranate. Komm in Ruhe. Eben das. So, das machen wir hier auch auf. Und dann... Kleiner Schlüssel. Her damit. Wo wir noch nicht waren, war da oben auf dem Berg. Ich dachte, da kommt man alternativ hin, wenn man eine andere Route wählt. Na, vielleicht geht es da tatsächlich lang. Ah, der wirft mit Dynamit. Jetzt nicht mehr. Wer schreit da? Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Grad noch gesehen. Wieso hat das denn in der Wand gehangen? Einmal benutzen. Sehr gut. Da ist hier noch jemand. Nee, ich wollte nicht rüberspringen. Ich wollte looten. Was zum Drehen. Ah, das ist wahrscheinlich auch so getimed, oder? Nee, das bleibt oben. Macht den Eindruck, als ob das bisschen oben bleibt. Hierfür war vielleicht der kleine Schlüssel. Ein Rubin. Ich werd nicht mehr. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Da ist noch jemand mit Dynamit. Hat's uns an? Oh. Hat's nicht mal benötigt. Das macht überraschend viel Spaß. Oh, du machst keinen Spaß mit deiner Mistgabel. Guck mal, wie wenig Munition ich hab. So. Oh, nicht noch einer. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, mit den Pesiten. Na gut, ich glaube, wir haben uns wirklich unseren Weg hier freigekämpft. War vielleicht doch gar nicht so falsch, was ich hier gemacht habe. Und jetzt kommen wir hier durchs Tor. Und wir sind wieder bei 12.000 Pesiten. Und bei sehr, sehr wenig Munition. Sind wir hier nicht hergekommen? Hier sind wir doch hergekommen. War das doch der falsche Ausgang? Da ist auch noch so ein Wappen. Aha. Benutzen. Ja. Ist doch auch ein Vogel. Kann ich spiegeln? Weil sonst ist das das Falsche. Umdrehen geht auch nicht. Obwohl, so wird es drauf passen. Es hat gepasst. Also so verkehrt kann das gar nicht gewesen sein. Wir schauen nochmal, ob wir was kaufen können. Das Beste vom Pilkom. Wofür kann ich dich begeistern? Für Munition. Für sehr viel Munition. Ich garantiere dir, Rezeptur Bolzen. Nicht bereuen. Rezepte mag ich eigentlich auch ganz gern. Bolzenwerfer. Her damit. Diese Waffekauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Ja, Eier haben wir auch gefunden. Kann man die eigentlich verkaufen? Hühnerei. Ganz schön wertvoll. Oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ebenso die Pistole, die wir hatten, können wir auch verkaufen. Obwohl, da steht, das ist eine Spezialanfertigung, extra für mich. Das ist egal. Gut, dann kaufen wir aber tatsächlich noch die Bolzenrezeptur. Ist Macht. Angenehme Reise. Dankeschön. Muss ich die jetzt irgendwie lesen? Wir sortieren das erstmal. Granaten hätten wir auch. Herstellen. Bolzen. Das braucht Messer, ernsthaft. Und wie stelle ich Messer her? Und wo finde ich Messer? Ah, Munition kann man auch herstellen. Pistolenmunition und Flintenmunition. Erstmal Flintenmunition. Und dann war es das auch schon. Die werden wir nachladen. Und die werde ich eigentlich ausrüsten. So.
und nachladen. Keine Ahnung, warum die deselektiert war. Der Bolzenwerfer, der muss auch ausrüsten. Hä? Ausrüsten. Okay, merkwürdig. Dann auf jeden Fall Pistole ausrüsten. Das hat gar nicht geklappt. Ausrüsten. Hallo? Okay, die ist ausgerüstet. Ausrüsten. Merkwürdig. Irgendwas mache ich falsch. Also muss ich das im Schnellzugriff noch auf die 1 legen. Das macht Sinn. Schnellzugriff vielleicht auf die 7 da unten. Ich hab's rausgefunden. Na, einmal noch speichern und dann geht's weiter. Ja, ja, Kampfgeruch. Speicherstand ganz nach unten. Solange das geht, bin ich zufrieden. Ja, ich bin nicht überrascht. Wo sind wir denn hier jetzt wieder gelandet? Oh nee. Oh nee. Noch mehr Zombie. Ah, der hat wieder so eine coole Sichel. Treppe hoch ist auch eine Zombinella. Ah ja. Ja, der musste natürlich da hinten stehen. Nee, die will ich nicht werfen. Ist ja gut. Hat's euch. Peseten. Und du, Opa, du bist auch ausgeschalten. Bärenfalle. Lauf in die Bärenfalle, komm. Komm, paar Schritte noch. Hey, wo nimmst du die ganzen Äxte her? Komm in die Bärenfalle. Ja! Hat geklappt. Und ein Küchenmesser mehr für uns. Ah, ein Glück ist die Episode bis jetzt nicht so gruselig. So, dann kommt mal einmal hier unten durch. Rohstoffe. Sogar ein Illbeutel. Und eine Schatztruhe. Dafür habe ich bestimmt keinen Schlüssel. Oh, ich konnte es ja auch machen. Ja, mit dem Saphir. So, dann nicht über die zweite Bärenfalle stolpern. Die liegt da mitten im Weg. Wusste gar nicht, dass es so viele Bären in Spanien gibt. Aber man lernt ja immer dazu. Man lernt ja immer dazu. Und ein Rabe. Bin eigentlich ein Tierfreund, aber wenn die was droppen lassen, dann bin ich da sehr moralisch biegsam. Was haben die denn hier eingelagert? Die spinnen doch, die Zombies. Ich hoffe, die Raben rächen sich nicht an mir. Sehr intelligente Tiere. Sehr intelligent. Das Exemplar nicht, sonst wäre er beim ersten Kanonenschuss weggeflogen. Im ersten Pistolenschuss, was auch immer. Das sieht aus, als ob ich hier drin auch eine auf die Rübe kriege von irgendeinem Zombie. Naja, sieht noch gut aus. Ja, mit den Piseten. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr. Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese kann anscheinend nicht mehr reden heute Abend. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Ja, das hat doch geklappt beim Vorlesen beim zweiten oder dritten Anlauf. 16 Stück müssen wir davon zerstören. Mal schauen, immer wenn wir eine offensichtlich sehen, dann ja, ansonsten nein. Hier läuft irgendein Generator, zumindest klingt es so. Was ist denn da für eine Plöre drin im Brunnen? Schon wieder so ein Typ. Nicht schlecht, ne? Lass mich mal in Ruhe hier.
So, einer down. Und... Ui. Da bin ich irgendwie mit explodiert. Und der Typ lebt auch noch. Ich brauche ein Health-Item. Ich brauche ganz eindeutig ein Health-Item. Benutzen, ausweichen, loslaufen. Gut, es reicht. Das kann es gern weitermachen. Oh, ich muss nachladen. Na, ein Glück. Ein Smaragd. Was kommt denn da für ein Viechzeug aus deinem Hals? Ich bleib dabei, das kann nicht gesund sein. So, herstellen, Pistolen, Munition unbedingt. Fuck, mehr kann ich nicht machen. Aber wir können noch einen Bolzen machen. 5 Stück, um genau zu sein. Da bin ich mal gespannt, ob die was bringen. Können wir auch ausrüsten auf der 7. Auf Bärenfallen wieder aufpassen. Das ist doch mal eine Gartendeko. Ist das auch so ein Adliger? Ich glaube nicht. Das ist einfach eine Marmorskulptur. Genauso wie da. Muss nicht unbedingt aus Marmor sein, damit der Satz seine... Nein! Die Entwickler haben das wahrscheinlich nur ins Spiel gemacht, um sich richtig lustig über mich zu machen, die ganzen Bärenfallen. Können wir hier schon... Nee, den können wir nicht benutzen. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, einen kleinen Schlüssel für so ein Riesentor benutzen zu können. Dann wollen wir mal zum Haupteingang. Geht nicht auf. Jo, ist mir aufgefallen. Dann wollen wir mal rechts herum. Da sind auch wieder so schöne Bärenfallen. 2 sind da geschlossen, 1 ist offen. So. Das muss einfach sein. Ich glaube, wir können da oben hochklettern. Aber nicht bevor wir hier gelootet haben. Ich hoffe einfach mal, wir haben genug Pistolen, Munition, sobald es wieder weitergeht mit Kämpfen. Sonst habe ich vielleicht ein kleines Problem. So, ich mach mal auch kaputt. Und komm mal hier rein. Ja. Sollte ich schleichen? Kann nicht schaden, kann nicht schaden. Oh, ich höre was. Schlecht. Wir müssen... Die Nachbarn hier von Neid erblassen. Ja, das glaube ich auch. Eine Spieluhr. Pistolenmunition. Was hat die denn da im Schrank verloren? Alte Fotos. Ja, sieht nach alten Fotos aus. Ein Kaminbündel. Ah, ein Schlüssel. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, die können wir schon mal aufmachen, falls wir fliehen müssen. Hab so das Gefühl, dass wir schnell fliehen werden müssen. Hühnerei, her damit. Hey, die haben da einen Biber oder Otter. Ne, sie, ja, keine Ahnung, erkennt man nicht mehr. Geschlachtet, das schmeckt doch gar nicht. Oben sind auf jeden Fall Geräusche. Und das kommt mir hier aus Spanisch vor. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dem traue ich nicht. Da ist bestimmt ein Zombie drunter. Aufbewahrungsrätsel. Kuh, Kuh. Was sagt man? 3 Kühe gewinnen? Nö. Steht das hier irgendwo? Will das nicht brute forcen? Da ist eine Kuh. Da ist ein Fluss. Kann man das irgendwie an den Bildern sehen? An den Tellern? Das ist eine schöne alte kleine Standuhr. Ich habe doch keine Ahnung mit dem Rätsel. Die können doch nicht erwarten, dass man die brute forcen. Also mit 3 geht es ja noch mit den Möglichkeiten. Wäre trotzdem ein bisschen... Wir probieren noch 2 Kombinationen aus und wenn wir dann nicht drauf kommen, dann gehen wir halt wieder. Was haben wir denn? Reben, Schwein nehme ich an, Kelch, Vogel, Baby, Kuh.
Also, was sagt man? Erst ist man besoffen. Dann macht man Baby. Und dann hat man gevögelt. Okay. Meine Kombinatorik-Skills haben nicht ausgereicht. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht finden wir es ja noch raus. So schleichen, weil ich oben was gehört habe. Einfach schleichen. Rotes Kraut. Wir können es wieder speichern. Warum denn nicht? So, da können wir... Ja, was soll. Solange es nach unten geht, können wir das auch nutzen. Illuminados 4-3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, der verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und war zufrieden. Ah, wir haben Getreide, Schwein und Kind. Dann nochmal nach unten. Getreide, Schwein, Kind, Getreide, Schwein, Kind, Getreide, Schwein, Kind, Getreide, Schwein, Kind. So, Getreide, Schwein, Kind. Ist das nicht super? Und eine Kristallkugel. Jetzt können wir die Zukunft vorhersagen. Ab jetzt kann uns gar nichts Schlimmes mehr passieren. Wo kommst du her, Kollege? Uncool. Ganz, ganz uncool. Sowas. Kristallkugel benutzen. Ich habe so ungefähr eine Ahnung, wie man die hinsetzen müssen. Ich habe noch Q und E zum Drehen. Boah. Drücke ich überhaupt die richtigen Tasten? Hui. Hui, es wird immer schlimmer. Ich glaube, das soll auch das Muster ergeben. Also unten ist der Schweif. Muss mal erst lernen. So, fast, fast, fast. Ja. Das sieht doch beinahe gut aus. Passt immer noch nicht. Komm schon, mach's mir nicht so kompliziert. Spiel! Ich hab doch nur die Tasten. Hui. Dankeschön. Dankeschön. Ein Buch. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Settlers Befehle sind absolut. Datum 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Datum 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sattler auserwählt. Datum April, 8 weitere heute. Datum 4 weitere heute. Datum 11 weitere heute. Datum, keins angegeben mehr. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Interessant. Ich hoffe, man gewinnt was bei der Auslosung, aber ich glaube, man gewinnt nur, dass man geopfert wird. Ich glaube, das ist der dunkle Lord. Den haben wir ja auch schon in unserer Traumsequenz gesehen. Oh, Insignienschlüssel. Hey, da lag noch was. Wo willst du hin? Oh, oh. Tja, ich glaube, wir sterben jetzt. Dann ist das Spiel vorbei. Der Blut hat die Gabe angenommen. Wer ist jetzt das schon wieder?
Wieso lässt er mich am Leben? Hey, komm zurück. Gabe? In meinem Blut? Oh, wir sind schon wieder am Ende vom Kapitel. Dann würde ich sagen, das war's für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.